Einen wunderschönen guten Tag aus Düsseldorf. Ich begrüße Sie zu einem weiteren Webinar unserer Webinar-Reihe zu einem guten und praktikablen IT-Service-Management. Mein Name ist Benjamin Heisig von der Firma Zenetics aus Düsseldorf. Wir sind der Toolhersteller hinter iDoIt, einer Software für IT-Dokumentation und CMDB. Und ich freue mich, dass Sie sich heute alle dazu angemeldet haben, um das Themenspektrum nicht nur auf eine CMDB zu setzen, sondern sich das ganze Themenfeld ITSM ein wenig näher anzuschauen. Deswegen auch diese Webinarreihe. Und unser heutiges Thema wird sich hauptsächlich oder ja doch eigentlich hauptsächlich dann eben mit dem Thema Monitoring beschäftigen, automatisiertes Monitoring. Und sind wir natürlich nie allein, sondern holen uns immer tatkräftige Unterstützung dazu. Heute von einem unserer Partner, nämlich der Sektor Nord AG. Und da habe ich jetzt den Kollegen Matthias Baus mit in der Leitung. Hallo Matthias. Ja, hallo Benjamin. Und schön, dass du mit dabei hallo bist. An alle Teilnehmer. Genau, ja, ich muss dich nicht unterbrechen, sorry. Ja, schön, dass du mit dabei bist. Du wirst uns jetzt in den nächsten Minuten, ich denke mal jetzt ist wahrscheinlich so eine halbe Stunde, vielleicht ein bisschen plus minus 5 Minuten, ein wenig referieren, was es denn bedeutet, ein automatisiertes Monitoring mit CMDB-Daten aufzubauen. Ihr habt da auch ein schickes Tool, es nennt sich SnackView, was du ein wenig genauer heute vorstellen wirst. Und Sie, liebe Teilnehmer, haben auf jeden Fall die Möglichkeit, jederzeit uns Fragen zu stellen. Im GoToWebinar haben Sie dazu die Möglichkeit, dann diese Fragen niederzuschreiben. Die sammeln wir jetzt erst einmal und dann haben wir im Anschluss noch ein paar Minuten Zeit, uns Ihren Fragen dann zu widmen. Genau, ja, damit will ich auch gar nicht mehr so viel sagen, sondern ich möchte jetzt gerne das Wort an Matthias übergeben, der uns jetzt ein wenig über automatisiertes Monitoring mit CMDB-Daten dann erzählen wird. Also viel Spaß wünsche ich Ihnen und Matthias, the stage is yours. Ja, danke schön Benjamin für die nette Einleitung. Bevor ich mit dem Tool SnackView beginne, möchte ich mich selbst einmal kurz vorstellen. Mein Name ist... Wir fangen nochmal vorne an. Das sieht so ähnlich aus. So, also mein Name ist Matthias Baus. Ich bin seit dem Jahr 2012 im Team der Sektor Nord beschäftigt und beschäftige mich mit dem Schwerpunkt iDoIt im Bereich unserer ITSM-Tools. Ganz kurz auch noch zur Firma, damit Sie wissen, mit wem Sie es hier zu tun haben. Die Sektor Nord AG ist Anfang des Jahrtausends gegründet worden. Aktueller Sitz ist Oldenburg und wir beschäftigen 20 Mitarbeiter. Unser Ziel ist es, Open Source Tools businesstauglich zu machen. Dabei verfolgen wir absoluten branchenneutralen Ansatz und sind seit der ersten Stunde iDoIt Partner, sei es im Bereich der Beratung und auch des Supports, der Schulung, als auch im Bereich der Entwicklung. Also auch im Kundenauftrag entwickeln wir in und um iDoIt herum Erweiterungen. Unsere Schwerpunkte sind dabei das heute auch gezeigte Monitoring SnackView, mit dem ist die Sektor Nord AG damals als erstes an den Start gegangen. Ist relativ zügig das NEDI, das Network Discovery, ein Open-Source-Tool, was man das Netzwerk scannt, mit in das Portfolio aufgenommen worden. Und im Laufe der Zeit haben sich aus Kundenanforderungen das OTS etabliert, das wir dann an das SnackView gekoppelt haben und seit circa 5 Jahren das iDoIt. Und um diese ITSM-Tools entwickeln wir unsere Schnittstellen. Natürlich beraten wir auch mit den innerhalb dieser einzelnen Tools. Aber das ist das, womit sich die Sektor Nord AG schwerpunktmäßig beschäftigt. Wir bieten also Softwareentwicklung und Beratung in diesen Tools an, schulen auch die Anwender, um so diese Open-Source-Tools und auch weitere businesstauglich zu machen.
Wie vorhin schon erwähnt, verfolgen wir dabei einen absolut branchenneutralen Ansatz. Also ob das Industrieunternehmen oder die öffentliche Verwaltung ist, da haben wir einiges an Referenzen aufzubieten. Das war es auch schon mit der kurzen Einführung, damit Sie wissen, mit wem Sie es hier überhaupt zu tun haben. Ich öffne jetzt das Monitoring. Das ist die Ansicht auf einen Host im Monitoring. Dazu muss ich Ihnen kurz Folgendes sagen. Und zwar wollen wir natürlich die Schnittstelle zwischen iDoIt und dem Monitoring heute betrachten. Aber um so ein bisschen die Struktur dahinter kennenzulernen, warum wir in iDoIt später die einzelnen Objekte erstellen und Kategorien und Verknüpfungen und so weiter erstellen, muss ich einmal kurz darauf eingehen, wie das Monitoring aufgebaut ist. Wir haben also einen Host, der natürlich irgendeine IP-Adresse hat, unter der er erreichbar ist, oder ein DNS-Name. Und dieser Host ist in diesem Fall Mitglied von zwei sogenannten Host-Gruppen. Wir verfolgen in SnackView das Prinzip der Vererbung. Und wenn ich jetzt hier einmal den Tab wechsle und auf die Liste der Services gehe, dann sehe ich die aktuellen Checks, die auf diesem Server ausgeführt werden. Diese Checks, diese Services sind in sogenannten Service-Profilen zusammengefasst. Das kann man am besten sehen, wenn ich hier einmal die Bearbeiten-Maske aufmache. Dann bekommen wir eine Liste mit diesen Services. Dahinter verbergen sich die Check-Commands, die Sie wahrscheinlich aus dem Nagios-Umfeld kennen, also Plugins, die auf dem Server liegen, werden über dieses Check-Kommando ausgeführt und diesem Service zugewiesen. Nagios ist auch ein gutes Stichwort an der Stelle. Und zwar, wenn Sie dort eigene Plugins geschrieben haben und das Nagios-konformen Output generiert, dann ist SnackView in der Lage, das auch richtig zu interpretieren. Also wenn Sie eigene Nagios-Plugins geschrieben haben, können Sie die auch problemlos in SnackView integrieren. In diesem Fall haben wir ein relativ einfaches Service-Profil, was die Hardware-Auslastung eines Linux-Servers überwacht. Wir sehen bei dem Service-Profil, welcher Host-Gruppe dieses zugewiesen ist. Und dann öffne ich jetzt nochmal die Hostgruppe selber. Auch hier haben wir neben dem Namen und den Alias sehen wir, welche weiteren Hosts, also Objekte in dem Monitoring dieser Hostgruppe zugewiesen sind oder ob noch andere weitere Hostgruppen verschachtelt sozusagen zugewiesen sind. Und hier unten taucht dann auch auf unser Service-Profil. Das bedeutet also, dass diese Services, die sich hinter diesem Service-Profil Linux-Basis verbergen, vererbt werden an all diese Hosts, die hier eingetragen sind. Das Prinzip der Vererbung, das kann man auch ganz gut erkennen, wenn ich nochmal in die Bearbeiten-Maske des Hosts selber springe. Wo wir hier an den ausgegrauten Stellen erkennen, das Host-Check-Command für diesen Host ist von einer Host-Gruppe vererbt. Natürlich habe ich die Möglichkeit, für einzelne Objekte diese Vererbung auch aufzubrechen und dort eigene Werte zu hinterlegen, aber das ist an dieser Stelle erstmal ausreichend, denke ich. So, das ist jetzt im ganz Groben die Struktur
des Monitorings. Also von oben betrachtet sozusagen die Hostgruppen, wo ich ein Service-Profil zuweise mit den entsprechenden Services darunter. Und als Mitglieder in den Hostgruppen finde ich die Hosts, die dann diese Services erben. Jedes Objekt, das ist vielleicht ein kleiner Vorgriff schon, was aus dem IDOIT kommt, wird im SnackView gekennzeichnet durch ein kleines Icon. Und wenn ich darauf klicke, dann lande ich in IDOIT auf diesem Objekt. Das heißt, diese Ansicht werden Sie sicherlich als treue IDOIT-User kennen. Bevor ich jetzt hier weiter auf die Konfiguration eines Hosts und einer Hostgruppe in IDOIT eingehe, möchte ich noch einmal ganz kurz auf die Konfigurationsmöglichkeiten für die Schnittstelle eingehen. Den SnackView-Connector, der wird ganz normal über die Admin-Oberfläche von IDOIT installiert. Mit der entsprechenden Berechtigung kann ich dann halt hier als Admin die Konfiguration vornehmen. Ich öffne mal den Editiermodus direkt. Wir können mehrere SnackView-Server hinzufügen. Falls Sie irgendwelche verteilte Monitoring-Instanzen haben, können wir halt hier festlegen, auf welchen dieser Monitoring-Server soll ein Objekt synchronisiert werden. Dazu brauchen wir natürlich die Adresse, wir brauchen den Zugang zu dem Server. Wir unterscheiden auch im SnackView dieses mehrstufige Löschen. Also wir können hier festlegen, was soll mit einem Objekt im Monitoring passieren, wenn das Objekt in IDOIT gelöscht wird. Soll es halt dort auch entfernt werden oder eben nicht? Das gleiche auch nochmal bei dem Purgen des Objekts in IDOIT. Also wenn ich es tatsächlich aus der Datenbank in IDOIT entferne, soll es dann auch im SnackView komplett entfernt werden. Neben einer kleinen Formatierungseinstellungsmöglichkeit gibt es hier noch eigentlich ein nettes Feature. Und zwar habe ich die Möglichkeit festzulegen, welcher CMDB-Status eines Objekts bewirkt, dass das Monitoring im SnackView deaktiviert wird. Wenn beispielsweise ein Gerät im IDOIT außer Betrieb gesetzt wird, kann ich dann hier festlegen, einer Multi-Auswahl, dass das Objekt nicht mehr gemonitort wird. Daraufhin werden natürlich auch keine Benachrichtigungen mehr verschickt. Die entsprechenden historischen Daten, worauf wir gleich nochmal ganz kurz zu sprechen kommen werden, bleiben dann natürlich erhalten. Als letzten Step muss ich hier noch angeben, was für ein Objekttyp meine SnackView-Hostgruppen sind. Wir müssen also einen Objekttyp hier angeben. Das kann ein eigener erstellter sein. Wir sind aber auch in der Lage, auf bestehende Objekttypen innerhalb von IDOIT zurückzugreifen. In den meisten Fällen erstellt man dann aber einen eigenen Typen dafür. So viel zur Konfiguration. Ich habe in meiner Demo-Umgebung die SnackView-Hostgruppen auf die Objekttypgruppe Informationen gelegt. Hier ganz normal sehe ich die entsprechenden Gruppen, die in IDOIT aktuell vorhanden sind. Wenn ich jetzt hier beispielsweise mal eine herausnehme, dann sehen wir hier, dass wir eine sehr einfache Konfiguration dieser Objektgruppe, dieses Objekttyps haben. Das Ganze ganz normal in der IDOIT-Verwaltung über den Quick Configuration Wizard oder die Objekttyp-Konfiguration muss ich dann entsprechend die spezifische Kategorie Objektgruppe hinzuweisen. Und unsere mit dem Add-on installierten Kategorie SnackView-Gruppe. Auch hier habe ich erstmal bei der Gruppe eine relativ übersichtliche Einstellungsmöglichkeit. Über dieses Dropdown
wie vorhin eingangs erwähnt, muss ich halt festlegen, welcher meiner konfigurierten Server synchronisiert werden sollen. Ich kann noch einen alternativen Titel mitgeben. In den meisten Fällen nehme ich denselben Titel, den Objekttitel in iDoIt. Und das war's auch schon. Nachdem ich das gespeichert habe, kümmert sich ein Daemon im Hintergrund darum, dass diese Hostgruppe in SnackView angelegt wird. Wenn Sie iDoIt kennen und insbesondere diese Kategorie Objektgruppe, dann wissen Sie, dass Sie hierüber die entsprechenden Mitglieder hinzufügen und entfernen können. Ich kann also hier ganz normal über die Auswahl meine Objekte hinzufügen, aber auch wieder herausnehmen. So. Das Ganze wird dann, wie gesagt, über einen Daemon im Hintergrund an das Monitoring synchronisiert. Wie sieht das jetzt bei einem Host aus? Dazu wechsle ich hier einmal in die Objektgruppe Hardware und öffne meine Serverliste. Ich habe hier auch schon einen Server soweit vorbereitet, den wir dann gleich ins Monitoring überführen können. Was wir für das Monitoring benötigen, ist lediglich ein Name und eine Adresse, die für das SnackView-System erreichbar ist. Das heißt, wir müssen die Standardkategorie Hostadresse entsprechend gefüllt haben. Also entweder mit einer IP-Adresse oder einem Namen. Und den Rest, den erledigen wir in der Kategorie SnackView. Hier haben wir ein paar mehr Möglichkeiten als bei der Hostgruppe. Natürlich muss ich sagen, zu welchem SnackView-Server das Objekt synchronisiert werden soll, unter welchem Namen er in den Listen im Monitoring erscheinen soll. Ich habe die Möglichkeit, nachdem das Objekt im Monitoring aktiv ist, komme ich hier oben neben dem Namen ein kleines Icon angezeigt, was mir den Status des Hosts anzeigt. Da kann ich halt darauf gehen, das Ergebnis des Host-Checks, also den Host-Status oder den Worst-State, den Gesamtstatus. Da habe ich hier die Möglichkeit, das auszuwählen. Ein Alias kann ich ebenfalls mitgeben. Und hier habe ich dann als letzten Schritt die Möglichkeit, die IP-Adresse, die ich in den Host-Adressen von iDoIt hinterlegt habe, auszuwählen, unter der SnackView-Server diesen Server erreichen kann. Daneben ist jetzt ein relativ neues Feature vorhanden, dass ich auch Custom-Variablen, die kann ich im SnackView an einem Host definieren, beispielsweise um dort bei Netzwerkgeräten die SNMP-Community beispielsweise zu hinterlegen. Auch das kann ich dann hier entsprechend hinterlegen. Nehmen wir noch einfach mal an der Stelle MySQL. Nach dem Klick auf Speichern wird das Objekt automatisch in das Monitoring überführt. Sie sehen hier oben schon, dass das Icon, die Checks auf diesen Server sind noch in dem Status Pending. Wir müssen also einen kleinen Moment uns gedulden. Ja. Hier werden dann gleich die Services auftauchen.
Die Gruppenmitgliedschaft kann ich natürlich auch auf einem anderen Weg pflegen. Und zwar haben wir das über die rückwärtige Kategorie der Objektgruppe realisiert. Das heißt, wir nutzen hier die IDOIT-Standardfunktion. Also wenn ich jetzt hier eine neue Mitgliedschaft hinzufügen möchte, kann ich das über den ganz normalen Browser tun. Ich habe aber auch die Möglichkeit hier, wenn ich über die Suchfunktion beispielsweise die IDOIT Linux Hostgruppe dort hinzuzufügen. Der Daemon im Hintergrund kümmert sich jetzt darum, dass diese Mitgliedschaft auch im Snackflow übertragen wird. Und wie Sie sehen, haben wir jetzt aus dieser Hostgruppe Linux die entsprechenden Services hier vor Augen. Die werden natürlich alle eingequeued. Das kann jetzt einen kleinen Moment dauern, bis die entsprechend ausgeführt werden, aber das kann sich eigentlich nur um ein paar Sekunden handeln. Dann sollten wir dort auch entsprechend die richtigen Ergebnisse sehen. Warten wir noch mal einen kleinen Moment. Ja. Was wir jetzt hier sehen, das ist noch eine kleine Besonderheit. Wir haben jetzt hier auf einmal MySQL Services in dieser Liste. Da stellt sich natürlich die Frage, wo kommen die her? Das hat mit einem Feature in SnackView zu tun. Da bin ich vorhin nicht so genau drauf eingegangen. Und zwar hole ich das vielleicht einmal eben ganz kurz nach. Wir haben bei den Hostgruppen die Möglichkeit, diese auch dynamisch zu füllen. Und das ist beispielsweise bei den MySQL-Servern der Fall. Also anstatt der Liste mit statischen Hosts habe ich hier die Möglichkeit, Filter zu definieren und miteinander zu verknüpfen, sodass ich beispielsweise auf den Namen oder auf die IP-Adresse oder auch auf andere Variablen mappen kann. Und sobald eines dieser Kriterien stimmt, dann wird dieser Hostgruppe zugewiesen. Und daraufhin natürlich auch ganz normal die zugewiesenen Service-Profile und so weiter vererbt. Und was wir hier in diesem Beispiel haben, ist, dass wir auf den Namen der DB-Demo heißen soll. Und das ist ja bei dem Server, den ich vorhin angelegt habe, der Fall. Ich hier nochmal den Sprung mache. DB-Demo. Und wenn ich dann hier auf Gruppenmitgliedschaften klicke, dann sehe ich auch, dieser Host, den habe ich selbst sozusagen der IDOIT, der Linux-Hostgruppe zugewiesen. Und das System hat anhand der dynamischen Hostgruppe der Gruppe MySQL Server hinzugefügt. Und daraufhin sind natürlich dann die entsprechenden Services generiert worden. So funktioniert die Synchronisation von IDOIT in das SnackView. Das heißt, letzten Endes benötigen wir auf der Monitoring-Seite einige Service-Profile. Da bringen wir natürlich bei einer Standardinstallation schon einige mit. Und diese müssen wir dann nur noch diesen Hostgruppen, die wir auch aus dem IDOIT erstellen, zuweisen. So, dann öffne ich noch einmal kurz das
Monitoring. Nochmal eben unseren. Möchte noch einmal ganz kurz auf die unterschiedlichen Visualisierungsmöglichkeiten und auf Benachrichtigungen von SnackView eingehen. Wir haben hier gerade offen die Liste aller unserer Hostgruppen. Wir sehen hier auch wiederum immer wieder das Icon, dass es halt sich um ein UART-Objekt handelt. Kleine Statistik, wie viele Hosts sind da drin, wie ist die aktuelle Serviceverteilung. Daneben eine zentrale Ansicht ist hier unser Service-Browser. Hier sehen Sie, wenn Sie Nagios oder iSinger im Einsatz haben, werden Sie so eine Ansicht in irgendeiner Form sicherlich kennen. Wir haben also eine Liste aller unserer Services. Die können wir filtern. Ganz einfach per Klick kann ich jetzt beispielsweise sagen, alle Services, die gerade kein Problem machen, die blende ich mal aus. Ich habe weitere Filtermöglichkeiten, um beispielsweise nur Probleme im Hardstate anzuzeigen. Ich kann Services ein- und ausblenden, für die ich Benachrichtigungen deaktiviert habe. Ich kann nur auf iDuet-Hosts filtern. Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Und diese gefilterten Ansichten kann ich später dann zu meinem persönlichen Dashboard hinzufügen oder hier links in meine Favoritenleiste. Hier beispielsweise mal das Dashboard hier des aktuellen Benutzers öffne, dann sehe ich hier zwei gefilterte Listen und eine Map. Und das ist eigentlich ein gutes Stichwort, um einmal kurz auf die Maps einzugehen. Die Dynamic Map, die wir für SnackView entwickelt haben, haben wir also die Möglichkeit beispielsweise hier auf einem Hintergrundbild Objekte zu platzieren, mit einem entsprechenden Namen zu versehen und auch die Statusinformationen in Form von farbigen Icons oder Hintergrund der Schriften uns darstellen zu lassen. Hier hat der Kollege eine etwas andere Map, wo wir sozusagen unsere Netzwerkverbindungen zwischen unseren Standorten beispielsweise überwachen und dann die Linien mit entsprechenden Statusfarben versehen. Neben der Map haben wir das Geschäftsprozessmonitoring in SnackView integriert. Ich zoome das mal ein bisschen heraus. Also einen logischen Zusammenhang zwischen unterschiedlichen Services innerhalb des Monitorings. Das ist in ähnlicher Form bei den IT-Services in iDoIt, wo wir eventuell nicht so detailliert technisch das Ganze modellieren, sondern vielleicht eher auf logischer Ebene machen wir das halt hier im SnackView auf technischer Ebene, und gehen halt direkt auf die einzelnen Checks. Und hier habe ich ebenfalls die Möglichkeit in ähnlicher Form, wie es bei dem Analysemodul der Fall ist, zu simulieren und einfach zu sagen, na, was passiert denn, wenn beispielsweise dieser Service hier ausfällt. Ja, ich habe hier eine Oder-Verknüpfung, dann ist noch alles in Ordnung. Wenn der hier jetzt auch noch ausfällt, dann läuft mein Geschäftsprozess nicht mehr. Als letzten Punkt möchte ich noch einmal ganz kurz auf die Benachrichtigungen eingehen. Natürlich, ein Monitoring muss im Problemfall den zuständigen Administrator benachrichtigen. Da gibt es im SnackView die unterschiedlichsten Wege, die wir dort bereitstellen können.
Natürlich können wir per E-Mail benachrichtigen. Wir haben die Möglichkeit, das Ticketsystem Jira und OTRS mit den entsprechenden Informationen zu versorgen oder auch als SMS oder als Voice-Benachrichtigung. Das Ganze folgt unterschiedlichen Regeln, die von oben nach unten abgearbeitet werden. So hat man die Möglichkeit, in der Oberfläche rein granular letzten Endes hier festzulegen, wer wann über welchen Weg benachrichtigt wird. Wir können also, die Linux-Administratoren sollen nur benachrichtigt werden, wenn auch ein Linux-Server betroffen ist. Da sind wir also auch hier mit unseren Filtermöglichkeiten, kann man sich sehr komplexe Filter definieren, wo wir halt auf Namen oder auch auf den Plugin-Output eines Checks mappen. Wenn dieser Filter zutrifft, dann soll halt folgende Aktion los angetriggert werden. Wir haben die Möglichkeit der Eskalation, beispielsweise, dass die ersten drei Benachrichtigungen als OTRS-Ticket generiert werden. Und ab der vierten Benachrichtigung immer noch nichts geschehen ist, dass dann beispielsweise eine SMS an den Administrator rausgeht oder wie auch immer. Damit bin ich im Prinzip auch schon hier am Ende. Das, was Sie jetzt in SnackShow sehen konnten, das hat auch eigentlich nur an der Oberfläche gekratzt. Mehr ist in der Kürze der Zeit eigentlich auch nicht drin an der Stelle. Natürlich würden wir uns freuen, wenn Sie Kontakt mit uns aufnehmen wollen, wenn Sie da mehr Interesse zu haben. Da werden wir dann ausführlich in einer Online-Session auch auf Ihre Bedürfnisse die Präsentation zuschneiden können. Dann bleibt mir noch ganz kurz noch zu sagen, was jetzt demnächst dann noch für Termine anstehen. Da ist natürlich zum einen der zweite Teil des Webinars, wenn wir uns die Schnittstelle zum OTRS anschauen, also wann, wie wir den Service Desk mit iDoIt-Daten unterstützen. Die CeBIT muss natürlich erwähnt werden, die Mitte Juni in Hannover stattfindet. Wir freuen uns, wenn Sie uns besuchen. Wenn Sie noch Karten benötigen, dürfen Sie natürlich auch gerne Kontakt mit uns aufnehmen. Und der dritte Teil unseres Webinars, der findet am 26. Juni statt. Dort werden wir uns die Integration zwischen NEDI und iDoIt nochmal genauer anschauen. NEDI, das uns ja Netzwerkinformationen automatisiert scannt, dass wir diese Topologieinformationen auch in das iDoIt übernehmen können. Die Einladungen dazu werden sicherlich bald folgen, aber ich wollte da schon mal darauf hinweisen. Damit bin ich eigentlich auch schon durch. Ja, Matthias, vielen, vielen Dank für diesen Kurzüberblick, was denn euer Tool SnackView alles kann, vor allem dann hervorragend dann die ganzen Schnittstellen gesehen zu iDoIt, also zur IT-Dokumentation, aber dann auch bisher zum Schluss dann nochmal auf Service Desk Systeme wie OTS und Jira eingegangen. Das sieht doch schon mal sehr gut aus. Ja, wir sehen auch anhand der Fragen, dass da ziemliches Interesse besteht. Deswegen würde ich jetzt sagen, gehen wir kurz in eine Q&A-Session rein, um auch diese Fragen dann zu beantworten. Beispielsweise kam hier eine Frage rein, ob denn das Monitoring-System, was ihr im Hintergrund verwendet, ob es denn clientless ist, das heißt, benutzt ihr da Agents oder ist das eben dieser klassische Ansatz von Check im, nicht von CheckMK, sondern von einem Nagios und Co., wie man es halt kennt? Also in dem Fall jetzt, was wir jetzt gerade beispielsweise gesehen haben, dann bei den Linux-Checks und bei den Windows-Checks, da nutzen wir tatsächlich in dem Fall einen Agent, das ist das NRPE. Windows-Ebene dann der NS-Client, der dort installiert werden muss. Gibt es aber wahrscheinlich auch andere Möglichkeiten. Ah ja, du hast ja auch, glaube ich, ein paar Mal schon so nebenbei erwähnt, vielleicht fassen wir das nochmal kurz zusammen. Das SnackView ist ja quasi ein Aufsatz auf verschiedenen Engines. Also was unterstützt ihr denn da an Monitoring-Systemen? Jetzt nochmal kurz in der Liste runtergebetet.
Ja, also das, was im Snackview selber nutzen wir da halt das Nagios, sind allerdings aktuell dabei, auch auf in Richtung Icinga was zu machen. Da wird es auf der CeBIT sicherlich einiges noch zu sehen geben diesbezüglich. Ja. Okay, gut. Ja, das ist doch schon mal gut. Nee, das ist ja. Ja, solche generischen Ansätze sind ja meistens dann noch ein bisschen problematisch. Deswegen, ich denke mal, mit Nagios und Icinga habt ihr da auf jeden Fall schon mal eine gute Wahl getroffen. Ich habe auch gesehen, in der Oberfläche von iDoIt, da setzt ihr gerade auf der 1.10.1, relativ aktuell. Gestern kam ja auch just ein neues Release von Hans heraus. Werbung Ende an dieser Stelle. Also bitte daten Sie ab, wenn Sie iDoIt schon im Einsatz haben. Ich nehme an, eure Integrationsschnittstellen sind da natürlich auch gefeit, was so Updates angeht. Genau, also das konnte man ja, glaube ich, hoffentlich gerade auch gut sehen. Also da nutzen wir die ganz normalen iDoIt Standardgeschichten. Bei den Minor Releases hatten wir bisher auch noch nie Probleme. Natürlich sagen wir unseren Kunden, die sollen erstmal das Okay von unserer Seite aus abwarten. Es kann ja doch nochmal den einen oder anderen Seiteneffekt geben, das weiß man nicht. Also wir sind da mal spätestens nach einer Woche nach eurem Release, kann man halt auch unsere Schnittstellen damit benutzen. Ja, wunderbar, das klingt doch fix. Bleiben wir doch mal ganz kurz bei iDoIt. Jetzt kann man jetzt eine ganze Menge Dinge aus iDoIt Richtung Snackview eben exportieren, sodass man da die Monitoring-Daten schön aufbauen kann. Gibt es dann auch irgendwie eine rückwärtige Möglichkeit, die Daten, die man schon im Monitoring drin hat, eben innerhalb von iDoIt zu nutzen? Also im Prinzip nicht. Das, was wir natürlich in iDoIt sehen, ist der aktuelle Live-Status sozusagen, also die aktuellen Service-Informationen, die holen wir uns dann aus von iDoIt in das von dem Snackview in das iDoIt. Die CMDB soll aber das führende System auf jeden Fall sein. Also aktuell werden Änderungen, die wir in Snackview vornehmen, nicht in das iDoIt übertragen. Ja, ist vielleicht auch keine schlechte Idee, da zu sagen, dass es gibt eben ein führendes System, da hat man eben die Möglichkeit, oder man wird eben daran gehindert, irgendwie an mehreren Stellen gleichzeitig Daten pflegen zu müssen, sondern man konzentriert sich eben auf eine Datenquelle und befüllt dadurch dann eben andere Systeme. Deswegen auch kein schlechter Ansatz an dieser Stelle. Da kam noch eine weitere Frage rein, wie das dann ist, wenn man jetzt Oracle DBs abfragt, wie werden denn da die Benutzer beispielsweise eingetragen, dass man auch die Abfragen tatsächlich abfeuern kann? Ja, wir haben im Snackview erstmal haben wir natürlich unterschiedlichste Agenten. Die konnte ich natürlich heute nicht alle zeigen. Da ist auch sicherlich der ein oder andere Kollege aus dem Monitoring-Bereich der bessere Ansprechpartner. Was wir aber haben, ist ein Passwort-Tresor, also dass wir dort auch sensible Informationen verschlüsselt ablegen können, die wir dann entsprechend hinterlegen und damit dann die Abfragen auch sicher dann bewerkstelligen zu können. Gut, ja, weitere Fragen sind tatsächlich jetzt nicht reingekommen. Das heißt, ich würde sagen, wir strapazieren jetzt Ihre Zeit nicht, sondern wir schlagen vor, wenn Sie noch weitere Fragen im Anschluss haben. Ich habe auch gesehen, da möchte jemand gerne im Anschluss auch Kontakt aufnehmen, beziehungsweise wir werden da gerne auch proaktiv auf Sie zukommen. Können wir das gerne alles im Anschluss machen. Bis dahin würde ich mich einfach nochmal an dieser Stelle möchte ich mich nochmal fürs Zuschauen, fürs Zuhören bedanken. Und natürlich möchte ich mich bei dir, Matthias, bedanken. Vielen Dank für diesen Einblick, für deine Zeit, die du dir genommen hast, um uns das einmal alles zu zeigen, was ihr denn da so alles könnt. Sie sehen, unsere Partner sind im ITSM-Umfeld sehr umtriebig und sind professionell sehr gut aufgestellt, haben da ein gutes Toolset an der Hand. Und Sie können sich auch gerne und vertrauensvoll an Sie wenden, auch gerne über uns, können wir gerne den Kontakt nochmal herstellen. Mir bleibt jetzt eigentlich auch noch nur ein kleiner Werbepart noch übrig, nämlich Sie haben ja am Anfang gehört, das ist ja eine Webinarreihe, es geht immer um das IT-Service-Management mit klugen Tools, die dann miteinander
gut integriert sind, um Ihnen als Systemadministrator, als IT-Organisation, Ihnen auch das tagtägliche Arbeiten leichter zu machen. Und hier haben wir demnächst auch weitere Webinar-Termine für Sie auf unserer Webseite iDoIt.com. Finden Sie die auch schon, können sich dort dafür auch schon anmelden. Beispielsweise geht es nächste Woche weiter mit mobile Datenerfassung mit iDoIt Scan IT Add-on. Also da hat ein weiterer Partner ein sehr interessantes Add-on geschaffen, um eben mobile Daten zu erfassen. Und wir haben auch ein neues Add-on letzte Woche frisch released. Und zwar geht es da um das Thema IT Security. Und zwar mit der ISO-Norm 27000. Eins, da kann ich Sie auch nur dazu ermuntern, vielleicht da nochmal reinzuschauen. Aber ein sehr spannendes, interessantes Thema, vor allem in Zeiten der Datenschutzgrundverordnung ist das eigentlich nochmal ein sehr interessantes Thema. Und wir haben auch noch eine weitere Webinarreihe für Sie, nämlich unsere Starter-Webinarreihe für IT-Spezialisten, wo wir letztendlich das Thema IT-Dokumentation und Configuration Management Databases von Grund auf einmal auseinandernehmen in der vierteiligen Reihe. Schauen wir uns die wesentlichen Aspekte an, die wichtig sind, um eben optimal eine IT-Dokumentation aufzubauen, um dann später mit einem Snack-View beispielsweise da noch Daten dann eben für ein Monitoring-System und dann wahrscheinlich auch noch weiter gesehen Richtung Service-Desk-Systeme dann rüberspielen zu können. Da würde ich mich auf jeden Fall, oder würden wir uns natürlich auch darüber freuen, wenn Sie mit dabei sind. Mir bleibt einfach an dieser Stelle dann einfach nur noch zu sagen, nochmal vielen Dank. Danke nochmal an dich, Matthias. Ja, ich bedanke mich auch. Schöne Grüße aus dem sonnigen Oldenburg. Ja, bei uns in Düsseldorf ist es auch schön sonnig. Ich hoffe, bei Ihnen auch. Und deswegen wollen wir Sie auch nicht länger aufhalten. Genießen Sie noch den Tag, die Restwoche und bis demnächst einmal wieder. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss.